Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Hacki hier. Herzlich willkommen zur absolut romantischsten Quatschkalenderfolge aller Zeiten, dem Valentinstag-Special. In dieser Folge erzähle ich euch, warum die Kirche irgendwie mit allem was zu tun hat, wie viele traurige Frauen ihre Männer wegen fehlender Geschenke verlassen würden und wie lang der längste Kuss der Welt gedauert hat. All das gibt's für euch nach dem Intro. Der Valentinstag ist nicht wirklich eine Erfindung von Blumenläden oder der Süßwarenindustrie, auch wenn diese den Tag bei uns populär gemacht haben. Wie viele andere bekannte Feiertage hat der Valentinstag seinen Ursprung in der Kirche. Ich will euch nicht allzu lange mit lahmem Geschichtskram nerven, aber mal ganz kurz umreißen, woher der Feiertag eigentlich kommt. Es war ursprünglich ein Gedenktag für einen Heiligen namens Valentin von Terni, der als Märtyrer durch Enthauptung am 14. Februar 269 gestorben ist. Papst Gelasius I. rief dann 200 Jahre später den Todestag als Gedenktag für Valentin aus. Das hat bis hierhin erstmal herzlich wenig mit Liebe zu tun. Valentin jedoch hat zu Lebzeiten als Bischof mehrere Ehepaare getraut, die eigentlich nach kaiserlichem Befehl unverheiratet bleiben mussten. Dazu hat er den Paaren stets Blumen aus seinem eigenen Garten geschenkt. Er war also damals für Verliebte schon ein sehr besonderer Mensch. Richtig bekannt als Fest der Liebenden wurde das Datum jedoch durch ein Gedicht des englischen Schriftstellers Geoffrey Chaucer. Das Gedicht Parlament der Vögel trug er im 14. Jahrhundert bei einer Feier am Königshof vor. In dem Gedicht geht es darum, dass jeder Vogel am Valentinstag einen Partner für sich findet. Daraus entwickelte sich über die Jahrhunderte hinweg in Großbritannien der Brauch, sich als Paar gegenseitig Geschenke zu machen und Karten zu schreiben. Und wie das auch bei Halloween der Fall war, wurde dieser Brauch durch Auswanderer nach Amerika gebracht, kommerzialisiert bis zum Erbrechen und auch hier in Deutschland in den letzten Jahren populär. Und damit ist es auch genug mit der Geschichtsstunde und es gibt jetzt 14 Zahlenfakten über den Valentinstag für euch. Nummer 1. Weltweit werden jährlich ca. 1 Milliarde Grußkarten am Valentinstag verschickt. Nummer 2. In Nordrhein-Westfalen haben knapp 70% der Leute noch nie etwas am Valentinstag verschenkt. Die verliebtesten Deutschen hingegen sind wohl die Bayern, von denen nur 12% noch nie etwas verschenkt haben. Nummer 3. Einer von 5 Singles gesteht am Valentinstag jemandem seine Liebe. Nummer 4. 73% aller Valentinstagsblumen werden von Männern gekauft. Nummer 5. Im Schnitt geben die Deutschen ca. 25 Euro für Valentinstagsgeschenke aus. Nummer 6. 15% der amerikanischen Frauen schicken sich selber am Valentinstag Blumen nach Hause. Allein von dem Gedanken kann man ja depressiv werden. Nummer 7. Passend dazu ist am 15. Februar, einen Tag nach dem Valentinstag, noch der Ehrentag der Singles, auf Englisch Singles Awareness Day, abgekürzt SAD, was übersetzt traurig heißt. Nummer 8. Auf der ganzen Welt werden am Valentinstag jedes Jahr ca. 220.000 Heiratsanträge gemacht. Nummer 9. Die italienische Stadt Verona, in der die Tragödie Romeo und Julia spielt, erhält jedes Jahr am Valentinstag um die 1000 Liebesbriefe adressiert an Julia. Nummer 10. Jährlich transportiert die Lufthansa am Valentinstag um die 30 Millionen Rosen mit einem Gewicht über 1000 Tonnen nach Deutschland. Dafür brauchen sie 13 komplett beladene Transportflugzeuge. Nummer 11. Bei den verrückten Amerikanern würden laut Umfragen über 50% der Frauen ihren Partner verlassen, wenn er ihnen kein Geschenk zum Valentinstag kauft. Nummer 12. Apropos verrückte Amis, ca. 9 Millionen von ihnen kaufen ihrem Haustier ein Geschenk. Kann man nur hoffen, dass sie nicht ihr Haustier vor die Tür setzen, wenn die ihrem Herrchen nichts zurückschenken. Nummer 13. Auch bei Süßigkeiten geht's rund. Ca. 36 Millionen Pralinen-Schachteln in Herzform gehen zum Valentinstag über die Ladentheken. Nummer 14. Wenn man ganz doll verliebt ist, kann man auch lange küssen. Ein thailändisches Paar gab sich am Valentinstag 2013 den längsten Kuss der Welt. Dafür hatten sie über 58 Stunden lang ihre Lippen aneinander gepresst. Ohne Schlaf, ohne Essen und die ganze Zeit im Stehen, was man nicht alles durchstehen kann für die große Liebe. Und ein bisschen Fame und bestimmt auch ein bisschen Geld. Das war's mit der Geschichte und den Fakten zum Valentinstag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch ein bisschen Liebe und lasst mir einen Daumen nach oben da. Was haltet ihr denn von diesem Tag der Liebe? Kauft ihr eurem Freund oder Freundin etwas zum Valentinstag? Oder seid ihr eher aus dem Lager, das sagt, man braucht keinen festgemachten Tag, um jemandem seine Liebe zu zeigen? Ich kann beide Seiten sehr gut verstehen, von daher würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Links kommt ihr zu einem anderen Feiertag-Special-Video zu Halloween, wenn ihr nach der ganzen pinken Liebe jetzt mal was Düsteres braucht. Und rechts geht's zur letzten regulären Folge vom Quatschkalender. Zeigt mir doch noch mehr eure Liebe und folgt mir auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns schon am Montag wieder bei einer neuen Folge vom Quatschkalender. Haut da rein, euer Hacki.